Hallo und herzlich willkommen, liebe Rapid-Fans und FIFA-Freunde, zu der vierten Folge unserer Bietepro-Session. Und diesmal haben wir einen internationalen Gast, einen Ex-Rapidler, den lieben Mert Mülder. Ja, herzlich willkommen, Mert Mülder. Danke, dass du grundsätzlich die Herausforderung annimmst. Erzähl kurz mal, wie geht's dir und was erwartest du von unserem Spiel? Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite an alle. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja noch nie gegen dich spielen dürfen. Und ja, mal sehen jetzt, wie das ablaufen wird. Der Bessere soll gewinnen, würde ich mal sagen. Okay, und du spielst mit deiner aktuellen Mannschaft, wo du auch unter Vertrag bist? Ja, ich glaube, das machen wir okay. So. Okay, ja. Und du wirst dich auch selbst aufstellen? Ja, ich muss mir mal die Werte anschauen. Die weiß ich noch nicht, aber grundsätzlich eigentlich schon geplant. Okay. Mit welcher Ausstellung wirst du agieren oder wirst du das auch noch überlegen? Das werde ich mir überlegen. Ich glaube aber gescheit wäre es, wenn ich das mal für mich so behalten würde. Welche Aufstellung spielst du grundsätzlich im richtigen Fußball? Also die Standardformation meistens? Bei uns ist das oft sehr verschieden gewesen die Saison, weil wir sehr viele Verletzte hatten. Mhm. Aber die Formation 4, 2, 3, 1 haben wir oft gespielt. Wir haben auch ab und zu mit der Dreierkette gespielt, aber ja, grundsätzlich 4, 2, 3, 1. So, Mert, willst du irgendwann den Schritt nach Deutschland wagen oder in noch eine andere Liga? Wird gerade gefragt. Bitte? Der Luki fragt, Mert, willst du irgendwann den Schritt vielleicht in eine andere Liga auch noch wagen, wie zum Beispiel Deutschland oder Spanien oder England? Ja, das wird die Zeit dann selber zeigen. Ich meine, ich setze mir immer kleinere Ziele. Damit ist gemeint, so zuerst einmal Stammspieler bei Sassuolo zu werden und danach, je nachdem, was ich möchte und was für Ziele ich habe, die nächsten Schritte wagen. So, da noch ein gutes Spiel. Roman schreibt gutes Gelingen. Danke dir auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, mal schauen, ob sich der Mert auch gleich selbst eintauscht hat. Oder spielt. Ein schlechter Start für mich, ein guter Start für dich. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wichtig. Naja. Bitte. Spielst du ab und zu Ultimate Team oder einfach nur normal eigentlich? Ab und zu spiele ich schon, wenn mir wirklich Fahrt ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es wirklich täglich ein paar Stunden spiele.
guter Grätscher. Ich habe dich noch gar nicht gesehen am Feld. Spielst du ganz rechts oder hast du dich aufgestellt? Ganz rechts, ja. Okay. Aber spielen durch zur Zeit die linke Seite. Ja, deshalb, ich habe jetzt ganz Zeit mich vor über rechts aufgebaut, habe ich mir gedacht, hey, ich finde dich nicht. Aber da ist er. Hol den Anruf raus. Die Nummer 17. Mehrt Müldier. Boah! Das war jetzt nicht gewollt. Oh! Abseits, 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 abseits. Jungs, nicht freuen, abseits. Eieiei. Aber guter Pass in die Mitte. Ich suche die Lücke, ich finde sie gerade nicht. Die Italiener stehen gut. Ja, taktisch gut. Die Pässe wollen nicht kommen. Normalerweise rennt er. Jawohl, sauber, eiskalt. Das war bitter. Das sind halt wirklich ein Wahnsinn. Oh, ich bleib glücklich am Ball. Puh, einen Angriff kriege ich noch. Ja, aber ich glaube, einen Angriff kriege ich noch. Ich muss schnell in die Box spielen.
Ich habe mich nicht traut, mit ihrem Verteidiger zu schießen, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Pässe kommen noch nicht. 83% Passgenauigkeit. Nice. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Auf jeden Fall, ja. Jungs und Mädels, sagt mal im Chat, ob ihr den Sound hört im Hintergrund, was ich laufen habe. Bitte, danke. Ich hatte nämlich den Block West im Hintergrund laufen. Na, die hört man immer gern. Okay, hört man, sehr gut. Und hört sie den Mert auch von der Lautstärke gut? Hat Mert türkische Wurzeln? Safe. Ja, meine Eltern kommen beide aus der Türkei. Der M10 fragt, ob du die West vermisst, also den Block West. Ja, auf jeden Fall. Und überhaupt die ganzen Fans. Auch die am Nord, Ost, also wirklich alle. Aber die Fangruppe Block West vermisst man schon, ja. Oh, schön! Chip in! Ah, oh, Murgi! Murgi, das war der Linker. Schöner Tor, was? Oh, Strebe! Oh! Liebe Grüße an euch zwei, liebe Grüße zurück. So, geh, lauf, Kelvin. Auf geht's, Ascha. Oh, oh, müde ging. Oh! Ja! Oh, was ist das? Brrr. Na, warum geht der weg jetzt? Boah. Ah, gut verteidigt. Wir werden wechseln. Bravo, Kreml. Stark. Anscheinend kein Fall. Naja, Premier League Niveau, der wird nicht pfiffen. Ja, schaut so. Ah, gut, selbstverteidigt. Strebi? Oh! Und vielleicht geht da noch was. Dalibor schreibt, Mert toter Spieler. Ja, der Dalibor. Der liebt es, andere zu provozieren, das kennen wir von ihm. So. Dalibor, ich kann ihn noch nicht bringen. Der Mert, der schwitzt richtig rein. Der gibt alles. Da können wir die noch nicht bringen mit die zwei Sterne schwacher Fuß im Sturm. Muss er sich noch verbessern, sonst geht er unter da. So. Wo sieht man mehr in 5 Jahren, Jungs? Das ist eine gute Frage. Das kann man leider nicht wissen. Hoffentlich gesund, das ist das Wichtigste.
Auf geht's, Kara. Oh. Danke für die zahlreichen Follower und Clemens hat seinen 11. Resub raus. 11 Monate ist er schon Sub hier. Danke dir, mein Freund. Grüße gehen raus. Wir schwitzen da gerade. Der Mert ist da defensiv sehr strukturiert und hat schon 2 Tore geschossen. Boah. Na. Komm, Taxi. Brrr. Oh nein! Oh oh. Trau, Krammel. Boah! Das wäre wichtig gewesen fürs Rückspiel noch ein Tor. So, weiter geht's. Ein bisschen Powerplay. Komm, Kara! Oh oh. Ganz klar, Mario. Ich will ja nicht verlieren, muss mich pushen. Ah, Kelvin ist schon müde und du bist noch fit. Hast der Lunge wie er. Nichts gelaufen anscheinend. Oh, mit links! Puh, wichtig! Das war. In der letzten Minute. Mert, was war dein größter Traum als Kind? Profifußballer zu werden. Wo siehst du dich selbst in 5 Jahren? Ich hoffe ganz, ganz weit oben. Also ich habe sehr große Ziele. Und ich hoffe, dass ich die erreichen werde und natürlich auch gesund bleibe. Das ist das Wichtigste von allen. So, was haben wir dann noch für Fragen? So, erstes Spiel geht 4-2 an uns. Gott sei Dank haben wir noch am letzten Drücker das Tor machen. So. Wo lebt der Mert momentan in Italien? Wird gefragt. In Modena lebe ich. Das ist eine Stadt in der Nähe von Bologna. Und ja, viele werden Bologna eh wahrscheinlich kennen. Ich weiß nicht, du hast vermutlich schon von unserem Emo United Cup gehört. Wirst du da mitmachen wie der ein oder andere Rapidler? Ja, also ich habe schon was davon gehört. Ich habe auch gesehen, wie sich der Dern geschlagen hat letzte Woche. Und ja, ich würde gerne mitmachen wollen, aber ich muss noch schauen, wie, ist die Zeit? Wie sich die Zeit für den Solo ergibt, was passiert in den nächsten Wochen. Und ja, da müsste man dann schauen. So Jungs, zweites Spiel beginnt. 4-2 für mich, erstes Spiel, aber ist noch nichts passiert. Alles noch möglich. Komm, Schobesberger. Kitagawa läuft. Guter Pass. Setzt er sich durch, jawohl. Na, zu schwach. Schwab. Ole. Boah. Oh, gekämmer. Oh, gut verteidigt. Mit seiner eigenen Karte. Boah.
Abpraller? Was war das schönste Erlebnis bei Rapid? Ja, es gab sehr viele, aber wenn ich eins rausnehmen müsste, würde ich sagen, die Europa-League-Erfolge und vor allem mein Treffer gegen Spartak Moskau auswärts. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Eiskalt genutzt. Vorm Tor ist er kaltschnäuzig. Wie mit dem Kopf, Parabit. Es darf uns nicht wieder dasselbe passieren, da früh in Führung gehen und dann. Ah! Boah, den hast du gut gesehen. Zu kurz. Na, okay. Wir müssen geduldig spielen, Jungs. Er steht, dass er kompakt. Boah, kein Foul. Wieso ist kein Foul? Was ist das für eine Ballmitnahme? Wichtig. Ja, sehr gut gespielt. Jungs und Mädels, bitte solche Fragen, welches Auto und solche Dinge. Sowas braucht man nicht fragen. Über Geld spricht man nicht. Ihr könnt gerne Fußballfragen stellen oder irgendwie Erlebnisse, wie es war gegen Ronaldo oder gegen Juve zu spielen und solche Dinge. Boah! Das muss rot sein, der hat mich ja nur absichtlich umgehauen. Na, der Barasch, der ist zu groß für sowas. Oh, das war glücklich. Ja. Oh. Hast du ein Vorbild oder ein Idol? Wird gefragt. Ja, als ich jünger war, mit 11 bis 16 Jahren, war es immer der Ronaldo. Ja, da ich jetzt an einer anderen Position mittlerweile spiele, sehe ich den Alexander Arnold ganz, ganz weit oben. Auf meiner Position. Oh, Abseits. Ja. Alle, die im Chat sind, Ausrufezeichen Gewinnspiel. Ihr könnt beim Gewinnspiel mitmachen und eine PS5 gewinnen.
und Ausrufezeichen Turnier. Da könnt ihr euch schon anmelden für den zweiten Qualifier des IMO United FIFA Spring Cup. Bitte die Moderatoren vielleicht diese Comments aktivieren. Das wäre so ein... Oh. Heide. No. Boah. Da sieht man, was ein Verteidiger kann. Bist du nice. Stark. Was ist das für ein Schuss? Ich hätte wieder in der Nachspielzeit das Tor gemacht. Ja, das wäre sehr... Schauen wir mal, was wir da noch rausholen können. Dalibor, bist du noch da? Soll ich dich einwechseln? Boah! Okay. Ah, das war schlecht. Der ist größer. Nein, nein. Oh, war das glücklich, dass der durchkommen ist. Let's go! Okay, Dalibor, jetzt wechsle ich dich ein. Weißt Bescheid, ein Tor kostet eine schöne Pizza. So. Ich kann eh schon reinkommen jetzt. Mit der Nummer 47. Oh, da! Hat er sich gleich bemerkbar gemacht. Schöner Pass. Dreimal komm, push dich. Bravo. Oh, Dalibor! Boom! Da ist er, wie beim letzten Mal Netzter. Was der ein Tor macht, ist wirklich ein Wahnsinn. Was der ein Tor macht. Mit rechts diesmal. Letzte Woche hat er mit links geschossen. Das weiß er noch immer nicht wie. Aber diesmal mit rechts. Mit seinem starken Fuß. Wieder gut verteidigt. Kopfball. Oh, wenn du ein Kopfballtor machst, Dalibor, dann hört er auf zu spielen. Dann hört er auf zu spielen. Er gibt er freiwillig auf. So.
Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat zu lang gebraucht, um den Seitenwechsel zu machen. Alle im Chat, schaut mal auf Instagram und folgt den Mert, ich habe ihn markiert. Ihr wisst, sobald es kein Mord, G steht für gönnen. Oh. Oh, super Pass. Was ist denn da jetzt mit meiner Verteidigung? Die machen Fehler. Der lasst ihn nochmal los. Oh je. Oh je. Ah. Oh, gute Ballmitnahme. Ich dachte, du machst den Weg zurück. Torwart? No. Meine Sechser gewinnen kein Kopfball. Boah, eiskalt vom Tor. Spielst mit Time Finish, ne? Ja. Spielst mit Time Finish? Richtig. Oder drückst du nur Kreistaste oder doppelt Kreis? Mit deinem Hund. Okay. Eiskalt! Wahnsinn! Wen haust du jetzt rein? Für den Flügel hau ich Daxi und Kara rein. Okay. Damit wir da nochmal ein bisschen Geschwindigkeit dazu kriegen. Boah, der Ball biegt gerade. Oh, was machst du für einen Fehlpass? No. Puh. Hast du die Fangesänge in FIFA eingebaut? Nein, das ist eine Playlist von Rapid auswärts in Leverkusen. Damals. Oh, Dalibor Doppelpack, das ist gewesen. Oh, gut, letzter Angriff. So! Boah! 3-3 ist schon nochmal. 3-3, starkes genau. Spiel auf jeden Fall. Okidoki, danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen in den Chat? Ein, zwei Fragen können wir noch stellen. Gibt es noch eine, die ihr unbedingt wissen wollt? Mert, spielst du auch Pro Club? Nö, ne? Pro Club habe ich gespielt so, ab und okay. Zu, ja, aber mittlerweile habe ich es jetzt sein lassen. Okay. Ja, das letzte Mal circa vor 2 bis 3 Wochen. Ah, okay. Welche Position spielst du im Pro Club? Auch die Verteidigerposition oder weiter vorne? Zehner. Zehner. Okay. Na passt, dann viel Gesundheit. Hoffentlich geht auch bald in Italien wieder die Liga los. Bleib auf jeden Fall gesund. Bleib, ja.
verletzungsfrei und ich hoffe, dass wir dich beim Imo United Cup vielleicht beim zweiten, dritten oder vierten Qualifier sehen. Das sind die nächsten drei Samstage. Für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Ausrufezeichen Turnier, Ausrufezeichen Anmeldung, da könnt ihr grundsätzlich dann euch noch anmelden. Der Dalibor schreibt, stark gespielt, muss man sagen. Ja, der war auf jeden Fall sowohl in der Defensive und in der Offensive sehr stabil und war fast mit Abstand oder mit Abstand der, was am knappesten bis dato verloren hat. Also er ist aktuell die Nummer 1 von den 4 Folgen und ja, alles Gute, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Mert. Danke. Ciao, ciao.